Nach einer Forschungstrip gehen wir wieder hinaus. Ein Forschungstrip. Werden wir da das aufmachen, das Vorhangschloss mit Schlüssel? Nimm das, du Schloss! Nimm das. Klack und offen. Oh weh, nimm das, das Schloss. Na, ja, da werden wir ihn öffnen. Container auf. Container zu. Container auf. Da werden wir jetzt die Maschine hineinwerfen. Ach, verdammt, ich kriege die Kaffeemaschine nicht in den Müllcontainer gehoben. Naja, stelle ich sie einfach daneben. Oh, was ist das? Der alte Kaffeesatz. Den kann ich bestimmt noch gebrauchen. Kaffeesatz. Naja, gehen wir hinein wieder. Gehen wir zu der Luna wieder hinein. Luna! Wenn du mir schon keinen Kaffee machen willst, magst du mir wenigstens einen Tee kochen. Wenn du mir schon keinen Kaffee machen willst, magst du mir dann wenigstens einen Tee kochen? Jerry McPartlin, ein Rockstar trinkt Tee. Was für eine Schlagzeile. Das wäre dann die erste Schlagzeile in meiner Karriere. Tja, deine erfolgreiche Karriere, für die du unbedingt in die Welt hinaus musstest, scheint sich an einem Tiefpunkt zu befinden. Deine Karriere, für die du deinen Bruder im Stich gelassen und deinen Hangar aufgegeben hast. Und auch mich. Naja, lassen wir das. Was macht eigentlich dein Hangar? Ich will es gar nicht wissen. Warum nicht? Zu viele alte Erinnerungen. Wie steht's eigentlich mit dem Tee? Na schön. Den hat sich mein Ritter mit der glänzenden Pomade wohl verdient. Nach dem Kampf mit diesem Kaffeemaschinenmonster. Was mir anstört, ist, dass man das da immer machen muss. Okay, Luna. Ich bin dann erstmal wieder. Haben wir jetzt einen Tee gekriegt? Okay, wow. Kamillentee hat's uns gemacht. Den Kaffeesatz werden wir dann gleich in den Tee hinein. Voila, Kaffee. Oder zumindest etwas, was so ähnlich ist. Jetzt werden wir das da austauschen. Wenn wir den austauschen. Das sollte ihn aufwecken. Und ein Tee in einen Kaffee. Ja, schauen wir mal. Hey Wick, was war denn so wichtig, dass ich kommen sollte? Luna ist in Gefahr? Und mein Bruder auch? Ja, schön dich. Erstmal Kaffee, wach werden. Boah, schmeckt der Kaffee furchtbar. Der schmeckt mir ja Moshishis Moos- und Baumrindensuppe besser. Jerry, bei Mr. B's billigem Toupet, es ist verdammt schön, dich zu sehen. Hast du mal einen Brief bekommen? Ja, was ist denn los, Wick? Von den furchtbaren Dingen hast du schon gehört, oder? Von den Morden, die hier passiert sind? Ja, Luna hat mir davon berichtet. Furchtbar, oder? Alle tot, Jerry. Hier geht ein böser Geist um. Ich habe mich ins Traumland begeben, um Visionen zu bekommen, was zu tun ist. Und ich habe Schreckliches gesehen. Schreckliches? Ja, Luna ist in Gefahr und dein Bruder Bobby auch. Aber ich habe auch dich gesehen. Du und nur du kannst alles verhindern. Ich? Ja, du, Jerry. Und du weißt, dass meine Visionen immer zutreffend waren, oder? Ja, Wick. Vor allem die, dass wenn ich mich bei Luna nicht benehmen würde, ich ein paar Zähne verlieren würde, habe ich immer für sehr real gehalten. Ach, Jerry. Das sind doch nur ein paar Sachen gewesen, die ich euch erzählt habe, als ihr noch klein wart, damit ihr keinen Unsinn anstellt.
Ich dachte eher, dass mit der alten Mrs. Bradford oder die Geschichte mit Hanging Harry... Ja, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich. Das hat alles irgendwas mit diesem Paket zu tun, das ich von deinem Bruder Bobby bekommen habe. Leider war ich mit dem Wagen noch kurz in der Stadt und die Spinellis haben ihn abgeschleppt, bevor ich es nach Hause geschafft habe. Geh und besorg mir meinen Pickup wieder. Dann sind wir dem finsteren Geheimnis, das diese Stadt im Würgegriff hält, wieder wesentlich näher. Naja, jetzt müssen wir das Pickup holen. Dazu müssen wir da wieder nach vorne gehen. Und einmal hinausgehen. Und jetzt müssen wir ins Auto steigen. In sein Auto. Ah, das ist jetzt eine Übersichtskarte. Alter, was ist das? Eine Bowlingkugel mit einer Nockerten. Ja, Telefon zählen. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da sind wir, also das ist das Luna. Da müssen wir da, glaube ich. Was haben wir da alles? Wahnsinn, was haben wir denn da? Cola-Automat. Die Queen of Doo-Wop tritt heute im Club 27 auf. Mr. B's Spezialcola. Erst muss man für die Flasche bezahlen. Und dann für den Inhalt. Er nannte das Ganze Mikrotransaktion im Automatenbusiness. Das ist irgendwie logisch. Der ist zu schwer zum Tragen. Der ist zu schwer zum Tragen. Die Sprachausgabe haben sie auch wieder mal mit dem Spiel ein wenig geschlampt. Naja. Nein, danke. Was haben sie denn da noch alles? Mal schauen, einmal da die Türe da. Dies ist der Schrottplatz der Spinellis. Was sich in diesen Schrottbergen alles verbergen soll. Lauter geheimer Kram. Aber das sind sicher nur Gerüchte. Ja, klopfen mal. Wer ist da? Ich hoffe nicht der Mörder. Oder der Dämon, von dem Vicvaya immer erzählt. Ich bin es, Jerry. Der Jerry, der mit euch schon als kleines Kind auf diesem Schrottplatz gespielt hat. Das kann ja jeder sagen. Genau. Und woher wissen wir, dass du dir keinen Dämon eingefangen hast? Einen Dämon einfangen? Ja, so viel wie du in Amerika auf Reisen warst, wer weiß, wo du da überall warst. Überall schon. Siehst du? Du hast dir bestimmt einen Dämon eingefangen. So etwas würde ich nie tun. Und woher sollen wir das wissen? Genau. Er könnte auch der Dämon sein, der Jerrys Form angenommen hat. Und woher soll der Dämon wissen, wie ich aussehe? Ich meine, ich war ja immerhin ein paar Jahre nicht mehr hier. Er könnte dich auf Reisen getroffen haben. Und sich dann gedacht haben, was für ein netter junger Rock'n'Roll-Star. In den verwandle ich mich mal schnell und dann besuche ich seinen Heimatsort. Warum denn nicht? Seit Papa Spinelli von diesem Monster angegriffen wurde, halte ich alles für möglich. Schlüsselmacher Spinelli wurde angegriffen? Ist er schwer verletzt? Ja, er ist jetzt im Krankenhaus. Psst, Mann, musst du dem Dämon alles verraten? Entschuldigung. Aber ich bin kein Dämon. Und woher sollen wir das wissen? Wir könnten es mit Musik probieren. Mit Musik? Ja, böse Menschen kennen keine Lieder. Und Dämon bestimmt auch nicht. Ja, lass es uns mit Musik probieren. Dämon, bist du einverstanden? Was bleibt mir denn für eine andere Wahl? Keine. Dämonen haben keine Wahl. Also...
Wir singen nun ein Doo-Wop mit dir. Wenn du mitsingen kannst, und das wird dir als Rockstar sicherlich nicht schwerfallen, dann reden wir mit dir. Ansonsten nicht, Dämon. Du-au. Du-au. Diddly diddly do. Ha! Ich hab's doch gewusst. Du bist der Dämon. Ja, lass uns schnell die Polizei rufen. Kommen die überhaupt noch raus? Oder haben die sich nicht auch schon komplett hinter den Türen verschanzt? Verdammt, wir sind auf uns allein gestellt. Wage es ja nicht, hier reinzukommen, Dämon. Hier komme ich so nicht weiter. Vielleicht soll ich es in der Stadt versuchen. Ja, verschwinde bloß von hier, Dämon. Ach ja. Sag mal, ihr Spinellis, mögt ihr eine Bowlingkugel haben? Eine Bowlingkugel? Ja, ich hätte da eine preiswert abzugeben. Was möchtest du denn für die Bowlingkugel haben? Ich weiß nicht, mach deinen Vorschlag. Eine Bowlingkugel. Also als modischer Schaltknauf dürfte er eine Spur zu groß sein. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Vielleicht könnten wir sie ja für eines unserer Kugellager benutzen. Haben wir denn ein Kugellager, das groß genug für so eine Kugel wäre? Vielleicht ja für unser geheimes Monster-Hot-Rod-Projekt. Psst, das ist doch gemein. Außerdem ist die selbst für unser Monster-Hot-Rod zu groß. Schade. Nein, Jerry, wir können deine Bowlingkugel nicht gebrauchen. Die Queen of Doo-Wop tritt heute im Club 27 auf. Naja, gut, das spielen wir dann morgen weiter. Okay, tschüss.